So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der American Series, der Classic GT Serie. Und ja, machen wir mal rein, ne? Los geht's. Heute fahren wir dann den Ferrari. Was haben wir denn für eine Lackierung? Gucken wir mal gerade durch. Da finde ich einfach die hier. Egal. Ich finde dieses Orange-Schwarz sieht eigentlich ganz cool aus. Gut, gehen wir mal rein. Zwei Rennen haben wir auf jeden Fall vor uns. Heute fünf Runden, wieder 2,37 Kilometer lang. Ähnlich wie Paris gestern Abend noch. Oder gestern Nachmittag. Ja, aber wir versuchen unser Bestes heute wieder hier dieses Rennen zu gewinnen. Also schauen wir mal. Also dann, Kristen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Danke, Alex. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Also das hier ist genau mein Stil. Eine klassische Rennbahn mit mehreren Streckenverläufen, die alle genau abgestimmt sind. Alles klar. Ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. So, auf geht's. Sehen und kommt in unsere Platzierungen, aber ja, wir schauen uns hier von Erfolg. Wir sind auf jeden Fall schon mal mit dabei und dann hoffen wir, dass wir diesmal durchkommen und ja, es regnet. Also ich habe gerade ein bisschen mich da durchgedrückt habe, klar. Aber wenn sie wissen, soll ich nicht nach vorne zu fahren. Jetzt anderen Rekord dieser Komödie und dann haben wir es schon kassiert. Beginn der Runde 2 geht's schon mal. Guter Start, bleib an der Spitze. Geht's schon mal dabei, also war schon mal mit dabei. Und immer vorne an der Spitze rum. Das ist richtig. Jetzt heißt es natürlich, sich abzusetzen. Das wäre jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen in dieses Rennen. So, jetzt gleich Runde 3. Noch 3 Runden. Ja, es ist nicht ganz einfach, weil vor allem ist es auch arschrutschig. Und es gibt ein bisschen Kontakt.
Jetzt sind es noch zwei Runden. Letzte Runde sind wir mittlerweile schon. Der Teamkollege kriegt auch nur 15, also nicht wirklich gut dabei. Mal gucken. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Das erste Rennen schon mal dieser Serie gewonnen. So, Indianapolis, wie ich das mir eigentlich schon fast erwartet hatte. So, wir gehen wieder von irgendwo am Ende oder so des Feldes ins Rennen, ne? Scheinbar zumindest. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Oh, ich glaube, das sind die Menschen. So. Fünfzehn und 16, natürlich. Jagt er mir mal gerade komplett. Boah, du Idiot, ey. Okay, da wird sorry, jemand das war der falsche eigentlich. Wollte ich den Typen da den anderen Typen mitnehmen. Der mir schön, dass er gerade einen mitgegeben hat. Verschwinde doch von mir jetzt. Den wollte ich eigentlich mitnehmen. Abzusetzen jetzt. Oder müssen wir mal wieder vorne reinzukämpfen. Na, ja, schade, meine Position ist ja gerade erkämpft auf die Sailor Foot. Das ist immer 5, aber jetzt bin ich wieder auf den reinzukommen. Kämpfen. So, schön mal die lang geraten. Okay.
So, jetzt geht schon in Runde, das ist schon der zweite von vier Runden. Ich bin mal so frei, jetzt fliegen wir gerade an euch vorbei hier. Okay, das wird definitiv weit weiter rausgehen. Aber es reicht, um dann doch irgendwie noch vorne zu bleiben. Es fehlen jetzt noch zwei Runden. Und dann haben wir auch diese American GT-Serie geschafft. Und dann sind wir zügig durch. Das war die Hälfte des Rennens. So. Wir führen auf jeden Fall wieder. Ordentliches, habe ich wieder mal einen ordentlichen Vorsprung. Oh, der Pegel ist schon 7. Das ist doch gut und ordentlich. Der war mal irgendwo, ich glaube 15, 16 sind wir gestartet. Der hat auch sehr gut, sehr gut durchgekommen. Jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Und da gehen wir diesmal richtig vernünftig rein in die Kurve. Ein paar doofe Vorteile, schon mal einer irgendwie das 100 Meter Schädel mitgenommen zu haben. Ich stelle mich auf 5. Ja, der arbeitet sich jetzt ein bisschen rein ins Feld. Ich hoffe, dass er dann vielleicht ein bisschen Glück noch einen kriegt. Für ganz vorne wird es natürlich nicht reichen für die ersten drei. So, und dann geht's jetzt auf die Gerade und damit sind wir durch für heute, oder? Sieht so aus, ne? Ja, Freestyle war das erste Rennen und hier sind wir mit dem zweiten durch. Und dann haben wir die American GT-Serie auch einmal abgeschlossen. Und dann fehlt meinem Kollegen noch um knapp eine Sekunde, um die Top 4 zu fahren. Aber, naja. Jedenfalls sind wir durch. Das ist erstmal das Allerwichtigste.
Aufstieg 01, hä? Okay. Ist das wieder diese Extra-Level oder was? Okay, es geht tatsächlich wieder von vorne durch. Von vorne los. Ja, okay. Jedenfalls haben wir es geschafft. So, wunderbar. Platz 1. Und dann sind wir durch und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr, am Montag wieder um 14 Uhr mit der Heritage Super Tourist City Tour. 2 Rennen, Havanna und Shanghai. Bis dahin und tschüss.